Herzlich willkommen bei der Kulturzeit. Es werden immer mehr Waren produziert und dabei immer weniger Menschen benötigt, weil Maschinen den Großteil der Arbeit leisten. Die Produkte werden immer billiger, die Menschen haben jedoch immer weniger Geld für diese Produkte. Der bedeutende österreichisch-französische Philosoph André Gorz hat bereits 1983 in seinem Buch Wege ins Paradies gemutmaßt, im halbtoten Kapitalismus werde der Staat die überflüssigen Arbeitslosen fürs Konsumieren bezahlen müssen, um die Kontrolle über sie zu behalten. Gorz hat sich zeitlebens mit Fragen zum Sinn einer menschenwürdigen Arbeit beschäftigt. Kurz vor seinem Freitod im Jahre 2007 hat André Gorz Texte zusammengestellt und neu verfasst, die er als seine Botschaft für die Nachwelt verstand. Auswege aus dem Kapitalismus ist im Rotpunkt Verlag erschienen. Henning Burg hat André Gorz vor seinem Tod mehrfach getroffen und stellt ihnen den geistigen Nachlass vor. Im Kapitalismus muss der Konsum ständig wachsen. Anders können wirtschaftliche Gewinne nicht mehr realisiert werden. Deshalb werden ständig neue Wachstumsfelder gesucht. Die Warenwelt wird bis ins Absurde aufgeblasen. Kurz vor seinem Tod verkündete der Sozialphilosoph André Gorz, ganz nach Karl Marx, dass die Selbstverwertung des Kapitals an eine innere Grenze gestoßen ist. Im globalen Konkurrenzkampf fallen die Werte ins Bodenlose. Am Ende kollabiert das kapitalistische System. Der Wert von Waren sinkt objektiv. Und die Frage ist, wie kann man bei sinkenden Kosten und sinkendem Wert der Waren dennoch hohe Profite einschleusen? Bis heute sorgen Werbe- und Marketing-Experten dafür, dass die Nachfrage mittels psychologischer Techniken wächst. Das Bewusstsein der Konsumenten wird so bearbeitet, dass ständig neue Bedürfnisse und Wünsche geweckt werden. Billig hergestellte Waren werden durch den Stempel der Marken bis zum 50-fachen künstlich aufgewertet. Immer neue Moden suggerieren ein Veralten von Produkten. Alle Mittel werden aufgeboten, um den Konsumenten zu verführen. Man hämmert ihm ein, das, was du da kaufst, ist eine individuell nur für dich allein hergestellte, ganz private Dienstleistung. Und dann verkauft man zum Beispiel ein Auto nicht wegen seiner Leistungen oder seinem Gebrauchswert und so weiter, sondern wegen der Schönheit seiner Scheinwerfer oder seines Hintern. Immer effektivere Automaten produzieren immer größere Warenmengen und brauchen dazu immer weniger Arbeiter. Der Wert der Arbeit sinkt. Löhne und Gehälter schrumpfen. Damit die Konsumenten die Produkte noch kaufen können, müssen sie immer billiger werden. Wohin wir gehen, ist eine Umsonstökonomie. Das heißt nicht, dass wir sie erreichen werden. Denn die Kapitalbesitzer sind auch nicht verrückt. Eines Tages, das habe ich ja, wenn es nicht alles zusammenbricht, was ja eine Möglichkeit ist, werden sie sagen, dass die Waren müssen ihre Käufer kaufen. Das habe ich schon in den Wegen ins Paradies einmal ins Auge genommen. Dass sich der Kapitalismus seine Kunden, seine Käufer kaufen muss, indem es Zahlungsmittel umsonst verteilt. Was André Gorz 2004 prognostiziert hat, ist 2009 mit der sogenannten Abwrackprämie Wirklichkeit geworden. Immer öfter werden Steuergelder an die Konsumenten verteilt, damit sie neue Waren kaufen und alte wegwerfen. Gorz' jahrzehntelange Beschäftigung mit der inneren Logik des Kapitalismus bringt ihn schließlich zu der Erkenntnis, dass die verzweifelte Suche nach Geldvermehrung zwangsläufig ins Leere führen muss. Investitionen lohnen sich nicht mehr, der zirkulierende Geldwert vergrößert sich nicht mehr, Stillstand tritt ein. Das kapitalistische System zerstört sich selbst, der Zusammenbruch ist unausweichlich. In seinem letzten Buch bekräftigt André Gorz noch einmal, was er schon als junger Mann in seinem Buch Der Verräter dargestellt hat. Die völlige Entfremdung des Menschen.
Damals glaubte er, in der radikalen Analyse seines eigenen, falschen, angepassten Ich einen Ausweg zu finden. Schließlich zog er sich ganz aufs Land zurück, auf der Suche nach einer alternativen, freieren Lebenswelt. Auch sein Buch Wege ins Paradies schrieb er hier und erfand ständig neue Konzepte, wie der uralte Menschheitstraum zu verwirklichen sei, ein würdiges Leben ohne Fronarbeit zu führen. In Auswege aus dem Kapitalismus fasste er ein letztes Mal seine Ideen zusammen. Wie könnten die zivilen Auswege aus dem kapitalistischen Zwangssystem aussehen? Seine Prognose? Die Ressourcen werden knapper. Der ökonomische Schrumpfungsprozess wird unausweichlich. Doch in der Krise, scheint es, wachen die Menschen aus dem Konsumrausch auf und erkennen, dass weniger konsumieren besser leben heißt. Die Diktatur über die Bedürfnisse verliert an Kraft, wenn der Mensch erfährt, dass er mit weniger mehr schaffen kann, dass er im genügsamen Überfluss bei weitaus weniger Arbeit viel besser, angstfreier und freundschaftlicher mit anderen zusammenlebt. Geld fungiert wieder als einfaches Tauschmittel, das sich auf den regionalen Tauschkreislauf beschränkt. Die Angst vor Zins und Tilgung hat dann ein Ende. Gortz setzte seine ganze Hoffnung auf die heraufziehende Wissensgesellschaft, auf die Lebensphilosophie der freien Softwareproduzenten, für die Information einen gemeinschaftlichen, unentgeltlichen, unverwüstlichen Wert besitzt. Der Tauschwert zum Beispiel von Linux sei gleich null und für jedermann frei nutzbar. Die neue Wissensgesellschaft besitze die Grundzüge eines Protokommunismus. Der Mensch ist kein Erfüllungsgehilfe der kapitalistischen Megamaschine mehr. Mit der freien Software werde die Selbstproduktion in eigenen digitalen Fabriken möglich. Jeder Gebrauchsgegenstand lasse sich damit herstellen. Das dazugehörige Programm könne man sich einfach aus dem Netz holen oder sein eigenes allen zur Verfügung stellen. Sein ganzes Leben hat André Gortz darüber nachgedacht, wie der Mensch sich von qualvoller, entfremdeter Lohnarbeit befreien und sein Leben in Würde gestalten kann. Er selbst hatte mit seiner eigenen bescheidenen Lebensführung vorgeführt, dass ein Leben jenseits von Konsum und Warenflut möglich ist. Seine ausgeprägte Sensibilität für gesellschaftliche Entfremdungsprozesse hat uns den Blick auf eine bessere Zukunft geöffnet.